Ciobelli, Louis hier wieder für euch am Start. Wie geht es euch? Hoffentlich gut. Okay, bei mir, dank dem Herrn, alles bestens. Hier wieder, dank ihm, darf ich für euch was performen. Ich habe hier einen Kracher für euch, Leute. Und zwar ein Nischenduft par excellence, okay, würde ich sagen. Ein Nischenduft, der duftet. Ich sage euch erstmal, von wem der ist. Ich habe auch hier nur eine kleine Abfüllung, die neigt sich auch dem Ende zu. Und ich bin gerade am Überlegen, ob ich mir das Flakon hole oder nicht. Ist ein neuer Release, seit 2019 erst auf dem Markt. Aber Leute, was für ein Duft. Okay, Memo Paris, ja, es ist der Hersteller und die Kollektion von Artland. Und der Duft heißt Winter's Palace, okay, Winter Palace. Crazy, wirklich wahnsinnig, dieser Duft. Ist ein kleiner Biest, hält über 8 Stunden definitiv, okay. Und der hat so richtig, der ist süß, zitrisch und fruchtig, okay. Und in meinen Augen ist der definitiv, hat der reine, wunderbare Bubblegum- und Zitronen-Vibes, okay. Aber in einer hochqualitativen, nicht so wie wenn ihr den schmecken tut, den Bubblegum, okay, von Hubba Bubba. Aber der Duft, Leute, der ist wirklich herrlich. Ich sage euch, außerlesene Ingredienzen, sehr gute Qualität hier, was Memo Paris an den Markt gebracht hat mit diesem Duft, wirklich weltklassisch, ein kleiner Biest, hält ewig, 8 Stunden auf jeden Fall auf eurer Haut und am nächsten Tag auf eure Klamotten immer noch erschnüffelbar. Und ihr solltet wissen, dass dann definitiv ihr die Klamotte garantiert in die Wäsche bringen müsst, ja, weil der wirklich sehr starker Duft ist, das solltet ihr wissen. Sehr starker Unisex-Duft, ein guter Duft, der zu jedem Anlass tragbar ist und vor allem auch jeden Tag tragbar ist. Ja, das ist auch das Tolle an diesem Duft. Wir können die noch zu jeder Saison tragen, denn der ist wirklich stark für den Winter und der ist super angenehm süß für warme Tage. Okay, also hat wirklich, wenn ihr Bubblegum mögt, ja, erinnert euch an Hubba Bubba Bubblegum, dieser Geruch, oder manchmal in der Eisdiele gibt es auch Bubblegum-Eis. Wenn ihr sowas mögt, nur eleganter und mit zitrischer Note noch mit eingebettet, Leute. High Quality von Memo Paris, definitiv Artland Winter Palace. Ingredienzen sind sehr außerlesen, wie ich euch schon gesagt habe. Orange ist drin, Bergamotte ist drin, Tee ist hier mit drin, okay, Grapefruit, Armbaum, Vanilla, ja, machen das wirklich, runden das auch nochmal in der Basisnote noch richtig weich und süß und echt toll, das ist mega süßer Duft, definitiv, ja. Aber nicht so ein, wie soll ich euch sagen, so ein schlecht zusammengewürfelter süßer Duft, sondern Leute, hier ist erlesene Qualität, hohe Qualität an Ingredienzen. Testet die aus, kann ja sein, wahrscheinlich in der Community, Entschuldigung, ich war gerade auf dem Schlauch. In der Community könnt ihr hier auf jeden Fall 1 oder 2 Milli abfüllen lassen euch, damit wenigstens eure Nase das auf jeden Fall erschnuppert hat, bevor ihr ihn Blind Buy tätigt. Weil, wie gesagt, ein Duft sollte eure Nase definitiv getestet haben, bevor ihr ihn kauft. Das war's schon von mir, Leute. Kurzes Statement zu diesem Duft. Toller Duft, ja, der ist auf jeden Fall in meinen Augen zum Testen wert, ja, und echt toll. Das war's von mir. Wir sehen uns beim nächsten Video und ich würde noch letzte Info an euch geben, so einen kleinen Satz, was weiß ich. Bleibt gesund, okay, und wir sehen uns beim nächsten Video. Ciao, Belli.